Vor kurzem durfte sich ein klassikbegeistertes Publikum an der Musik von Haydn, Dvorak, Gursky und Beethoven erfreuen. Im Rahmen der Konzertreihe Vier Jahreszeiten wurde der Winter von dem Streichquartett Quartetto Spirito Veneziano im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel zelebriert. Einzig und alleine die Initiatorin der Veranstaltung, Ludovica Rossi Purini, konnte aufgrund eines Skiunfalls dem Konzert nicht beiwohnen. Sie ließ es sich aber nicht nehmen, ihre Gäste zu begrüßen, wenn auch aus der Ferne des Kufsteiner Spitals via Videobotschaft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein musikalisches Sternstunde. Bye bye. Quartetto Spirito Veneziano haben wir gegründet in Venedig, wo ich wohne jetzt. Es ist hervorgegangen aus der Universität Ca' Foscari. Die haben ein Studentenorchester und da gibt es viel zu tun für mich mit den Streichern. Und es gibt eben viele vielversprechende junge Musiker, die aber dann einen anderen akademischen Weg gehen. Und auf diese Art und Weise haben wir uns gefunden und spielen seit einiger Zeit sehr intensiv zusammen. Das heutige Konzert ist ganz und gar auf Initiative von Ludovica Rossi Purini zustande gekommen, die uns gehört hat und da bereits ihre Reihe geplant hatte und ganz begeistert gefragt hat, ob wir spielen kommen würden in Kitzbühel. Und wir haben das gleich begeistert angenommen. Heute als Vertreterin der Stadt da. Ich vertrete den Kulturausschuss und darf eben im Kulturausschuss dieses Projekt der Vier Jahreszeiten begleiten. Initiiert wurde die ganze Sache von der Ludovica Rossi Purini zusammen mit der Marielle Heidacher und in deren Fußstapfen bin ich jetzt diesbezüglich eben getreten. Wir haben ja in unserem Quartett uns angewöhnt, dass die beiden Geigen sich abwechseln, weil es interessant und unterschiedlich zu spielen ist, erste oder zweite Geige. Und ich persönlich finde natürlich wunderbar, dass ich die erste Geige meine Melodien spielen kann, aber ich genieße besonders, wenn ich an der zweiten Geige sitze. Und mir hat auch heute besonders Spaß gemacht, der langsame Satz des Haydn-Quartetts, wo also Anna ihre Melodien sehr schön gespielt hat und ich habe sozusagen den Steigbügel gehalten. Das macht mir besonders viel Spaß, in der Mitte zu sein, die Gruppe zu vereinen. Das ist ja das, was das Quartett so besonders macht, dass es eine komplette Form ist. Und von der Mitte aus kann man das am besten mitgestalten. Wir haben uns vorher gedacht, na wer weiß, wir spielen auch, wenn nur drei Leute da sitzen, weil das ist natürlich das Gebot, dass man die Leute, die zuhören kommen, glücklich machen möchte. Aber ich habe ein bisschen gespäht von hinten und habe dann schon gesehen, dass der Saal voll wird. Und das ist natürlich schon ein sehr schönes Gefühl, wenn ein Saal voll ist und auch man die Begeisterung der Leute merkt. Von
volles Haus in Kitzbühel ist natürlich eine tolle Sache, überhaupt in diesem wunderschönen Saal, dem Landesmusiksaal. Und es war ein ganz gemischtes Publikum. Ich war selbst überrascht, welche Gesichter ich gesehen habe. Von jung bis alt war alles da. Und mit solchen internationalen Koryphäen der klassischen Musik, der modernen Musik, kommen natürlich ganz andere Aspekte hier in die Stadt Deiner. Und Musik ist einfach auch eine Sprache, die universell ist, die überall gleich gesprochen wird und die begeistern kann. Und ich glaube, das ist super für Kitzbühel. Ich glaube, die größte Herausforderung in einem Quartett zu musizieren ist die menschliche. Es ist nicht, dass man jemanden finden muss, mit dem man gut musikalisch zusammenpasst, sondern die Quartettarbeit ist ja eine ständige Arbeit an Details. Also wirklich Fieseln im Kleinen. Und sich zu verstehen und zu wissen, wie kann man sein Gegenüber positiv korrigieren oder sagen, mach das so oder der zu einem auch. Das ist das, was das Quartettspielen besonders macht. Individuell und eine menschliche Bereicherung. Heute haben wir das Winterkonzert der Vier-Jahreszeiten-Serie gehabt. Das nächste Konzert ist das Frühlingskonzert, das dritte Konzert dieser Reihe. Und es wird am 12. April in der Franziskanerkirche stattfinden.